Update zu den Bosch-Displays. In diesem Video zeigen wir euch unseren ersten Eindruck von dem neuen Bosch Kiox-Display. Hi, hier ist der Markus vom Fragesteller Fitbikes und mit den Modellen 2019 kommen auch die neuen Innovationen, die ja zu Eurobike oder teilweise auch schon vorher vorgestellt worden sind. Und wir haben ja auch schon mal ein Video gemacht zum neuen Bosch Kiox Display. Schaut mal in die Beschreibung rein, da findet ihr den Link dazu. Ja, was ist Bosch? Bosch ist ein Mittelmotor fürs E-Bike und bisher war immer standardmäßig das Intuvia Display verbaut. Ja, also ein Monochrom-Display ohne Farbe, was in der Mitte des Fahrrades angebracht war, mit Standardfunktionen. Ja. Also wir können das Licht aus einschalten, wir können die Restreichweite sehen, wir können sehen, wie der Akkuzustand ist, wir können Tageskilometer, Gesamtkilometer und Fahrzeit sehen. Und ja, das war es eigentlich fast. Cool war immer, dass wir es mit USB auch nochmal Navi oder so anstecken konnten. Der Akku hat gut gehalten, das Display hat wenig Probleme gemacht, bis gar keine, war also ein recht gutes Standard-Display. Dann gab es eine ähnliche Variante, das Purion, oder gibt es immer noch, was statt der Fernbedienung am Lenker montiert ist, auch mit einem kleinen Display, sodass du nicht mehr in der Mitte hast, sondern nur seitlich. Wer es ein bisschen schicker haben wollte, der hat sich das Nyon-Display angeschaut. Nyon ist deutlich größer mit Farbe und Navigation und Fitnessfunktionen. Ja, das heißt, wir konnten auch in der Mitte des Displays uns wohin navigieren lassen. Also wir konnten, es geht nach wie vor, also das Nyon ist aktuell, aber es funktioniert auch super. Du kannst dein Ziel eingeben und kannst auswählen, ob du schön oder schnell dort ankommen möchtest und er führt dich an Wege vorbei, die du vorher vielleicht auch gar nicht gesehen hast. Kannst du mit einer App verbinden, wo du es auch mal ein bisschen einfacher bedienen kannst, geht aber auch ohne App und hast ein sehr schönes, sehr großes Farbdisplay. Und jetzt neu ist irgendwie eine Kombi von den beiden, ja, also nicht ganz so groß, nicht ganz so klein, mit Farbe, ohne Farbe, das ganze Ding heißt jetzt das Kiox Display, ist also deutlich kleiner, dafür in Farbe. Hat verschiedenste Funktionen, die hier so automatisch jetzt durchsliden, wie man das vielleicht sehen kann. Und erstmal gibt es ein paar Unterschiede zu den anderen Displays. Also bisher war die Halterung immer komplett identisch. Ne? Beide konnten dann aufs Rad so aufschieben und es war immer eine Fernbedienung am Lenkrad. Die Fernbedienung am Lenkrad haben wir auch nach wie vor, schaut allerdings jetzt ein bisschen anders aus. Von den Funktionen her allerdings fast ähnlich. Es kommen Knöpfe dazu, Plus und Minus, um den Fahrmodi einstellen zu können. Hier oben der Knopf für die Schiebehilfe. Der war früher der Infoknopf, wo man dann verschiedene Sachen bestätigen konnte. Und jetzt haben wir noch links und rechts. Und das ist neu im Vergleich zu Nyon und Intuvia. Wobei es nicht ganz richtig, Nyon hatte noch so eine Art Joystick, den haben wir hier nicht. Also nicht ganz das Gleiche. Aber was wir jetzt sehen hier ist, dass es eine völlig andere Halterung hat. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Aufsatz, so eine Halterung, der am Vorbau montiert wird, also nicht mehr am Lenker, sondern am Vorbau. Und wir haben auch nicht mehr was zum Einschieben. Ja, das ist zwar, schaut fast ähnlich aus, aber ist deutlich größer. Das wird nicht funktionieren. Und zwar ist der Clou, das Ganze funktioniert mit Magnet. Ja, das heißt, hier sind Magneten und man kann dann hier das Display reinsetzen. Und das funktioniert echt gut. Das ist am Anfang ein bisschen eine Fummelei, aber funktioniert echt gut. Was wir jetzt hier vielleicht noch sehen, ist diese Aussparung hier unten, wo ich meinen Finger reinstecken kann. Und hier sehen wir USB. Das heißt, es hat auch nach wie vor, wie Intuvia und Nyon, einen USB-Eingang oder Ausgang, wo wir etwas anderes anstecken können zum Laden. Ich habe vorher nachgelesen, 1 Ampere Ausgangsspannung. Ja, wir können es also hier reinstecken, können dann auf Power drücken und dann haben wir sehr schnell das Display da und haben jetzt so die verschiedenen Grundfunktionen. Wir sehen unsere aktuelle Uhrzeit, jawohl, wir sehen, dass wir ohne Modus fahren, wir sehen, dass wir das Licht anhaben, wir sehen, dass wir noch 28% Akkuzustand haben und die Leistung in kmh und aktuell 0 kmh. Es ist also von den Zahlen her deutlich kleiner als jetzt hier unser Intuvia-Display. Ja, die Zahlen sind viel, viel kleiner, dafür aber sehr schön in Farbe und auch sehr klar. Also ich finde es sehr, sehr klar. Und jetzt sehen wir hier unten ein paar Punkte. Und wir können jetzt in diesen Punkten, können wir jetzt halt nach vor und zurück gehen. Das heißt, das ist sozusagen die Gesamtübersicht. Und jetzt können wir die einzelnen Unterfunktionen gehen.
Einmal haben wir hier die Uhrzeit, unsere Restreichweite. Wir sehen jetzt keine Restreichweite, weil wir keinen Modus haben. Wenn wir jetzt in Plus gehen, also ein bisschen Modus, dann sehen wir, dass wir jetzt auch 18 Kilometer Restreichweite haben bei 28% Leistung. Hier sei gesagt, ganz kurz für alle, die jetzt sagen, wow, nur 18 Kilometer bei 30%. 30 mal 2 sind ja nur 60 Kilometer. Die Restreichweite misse ich immer in den letzten Kilometer, gefahrenen Kilometern. Und wenn du jetzt im schwersten Gang gefahren bist, also einen sehr hohen Verbrauch hast, dann hast du auch kürzere Restkilometer. Eigentlich relativ logisch, wie im Auto auch. Nur das Auto hat deutlich längeren Zeitraum, wo er das messen kann. Und das Fahrrad nimmt nur ein paar Restkilometer, also ein paar Kilometer zu messen. Gehen wir weiter. Nächste Funktion ist dann hier die Fahrzeit und die Strecke. Wir können also ähnlich wie bei den meisten Tachos das Ganze nullen. Und hier können wir es nämlich, also auf diesem Knopf hier, können wir jetzt, hier Plus und Minus, können wir es zurücksetzen, das war schon mal null. Und können also, bevor wir jetzt losfahren, können wir sagen, wie lange brauchen wir denn und wie lange ist die Strecke, setzen es auf null und dann wissen wir, ob wir uns die Masse im Biergarten verdient haben oder nicht. Also Fahrzeit misst ihr immer nur, wenn das Rad sich bewegt, ne? Dann haben wir Leistung und Trittfrequenz. Und das ist jetzt neu. Das konnte Intuvia und nicht. Nürn, glaube ich, konnte das schon. Dann haben wir Durchschnittsgeschwindigkeit und Maximalgeschwindigkeit. Das sind auch die meisten Tachos. Dann haben wir wieder so eine Art Übersicht. Wir haben also die Strecke, die Restreichweite, die Leistung und die Herzfrequenz. Herzfrequenz, wir können, hier ist eine Bluetooth-Schnittstelle. Wir können das Kiox mit einem Bluetooth-Gurt verbinden und auch später mit einer App, die es momentan noch nicht gibt. Tag heute. Herzfrequenz, klar, die wird uns nur angezeigt, wenn wir einen passenden Brustgurt verbunden haben. Und dann sind wir wieder in so einem Übersichtsmodus. Wir sehen die Uhrzeit, die aktuelle Ladezustand und Einstellung. Jetzt können wir auf Einstellung gehen und können mal sehen, was wir hier einstellen können. Wir haben mein E-Bike, plus minus kann man jetzt hoch und runter gehen. Wir haben Bluetooth, dann haben wir Systemeinstellungen. Hier können wir uns die Helligkeit, der regelt automatisch momentan das Lichtsensor, automatisch das Display hoch und runter. Die Uhrzeit können wir einstellen, die Datumformat können wir einstellen, Zeitzone, 24 oder 12 Stunden für die Zeitzone. Wir können den heller Hintergrund, keine Ahnung, was das ist, Moment. Imperial, das ist eine Anzeige für die Formate, glaube ich. Sprache Deutsch und Werkseinstellungen. Was haben wir noch? Informationen, Registrierung, also wir können es registrieren, FAQs. Naja, genau. Momentan nicht verfügbar. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Hier komme ich wieder raus. Genau. Einführung Kiox. Was kann ich hier machen? Starten. Geil, da erklärt er uns, was wir machen können. Fernbedienung. Anzeige der Unterstützung in der Statusbar. Right Screen. Your Power. Motor Power. Also zeigt an, wie viel ich selber trete und was der Motor beisteuert. Die Schnellmenü. Hatten wir schon. Status-Screen. Das war dann hier die zwei letzte, die wir vorhin gesehen haben, mit Akkuzustand und Settings. Das war's alles. Genau, ein paar Dinge noch zum Kiox. Fragen immer zur Haltbarkeit, ja, wenn es mal runterfällt. Also hier ist das neue Gorilla Glass, was das teilweise auch beim iPhone so ähnlich verwendet wird. Also super beständig. Hier ist ein eigener Akku drin, der übers Fahrrad dann geladen wird, der hält ungefähr 20 bis 30 Minuten, wenn du es abgenommen hast. Ja? Das heißt, angenommen, du fährst zum Biergarten, willst mal sehen, wie lange du gefahren hast, so, dann kannst du hier das dir anschauen. Der geht auch so automatisch durch die Funktionen, also durch die verschiedenen Screens durch, damit du sehen kannst, was du gemacht hast. Und das kann ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann hört er auf. Wir haben die Möglichkeit, das Licht außen einzuschalten. Über das Display und wie gesagt, das Ganze mit Bluetooth, also mit Brustgurt und App. App gibt es Tag heute, wir machen es jetzt gerade Anfang, Mitte November, gibt es noch nicht. Mein Fazit zum Kiox-Display. Also Geschmack liegt ja im Auge des Betrachters. Ich persönlich finde das sehr gelungen, das Display. Mir gefällt die Integration hier vorne in dem Vorbau, das Kleine. Ich fand das andere immer sehr groß, muss ich sagen. Mir gefällt auch dieses Farb. Die Farbe einfach, es wirkt sehr hochwertig.
Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen von der Schrift ein bisschen klein ist. Wobei die wichtigsten Funktionen wie Geschwindigkeit und Restreichweite sehr groß dargestellt werden. Und das sind ja eigentlich die Dinge, die wir während der Fahrt auch brauchen. Im Normalfall muss ich ja während der Fahrt nicht sehen, wie weit ich gefahren bin oder was ich für eine Trittfrequenz habe oder so. Das ist ja eher so Sachen, die man hinterher auswertet. Also selbst das wird groß dargestellt. Also ich finde, dass das eigentlich eine sehr gelungene Sache ist. Das Einzige, was ein bisschen hakelig ist, was ich ein bisschen doof finde, ist dieser Magnetverschluss. Da muss man ein bisschen üben, um den jetzt hier richtig reinzusetzen. Sonst setzt man den hier irgendwie schräg auf. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht es eigentlich sehr easy. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Welche vier Displays, also vier haben wir zur Auswahl, Purion, Intuvia, Nyon und jetzt Kiox. Was ist dein Favorit? Sag doch einfach mal, warum, weshalb du welchen bevorzugen würdest und auch, was du zum neuen Kiox sagst. Ist es gelungen? Ist es der neueste Shit oder ist es absolutes Misslungen? Wer ist es, Hit oder Shit? Ja, also schreib es doch mal in die Kommentare. Und vergesst nicht, auch ein Newsletter-Abonnent zu werden. Der erste Link in der Videobeschreibung findest du da. Wir haben ein paar Dinge vorbereitet. Also sei dabei. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.